Ja Leute, damit ein herzliches Willkommen zum Hacking Wednesday. Heute spielen wir Pokémon Flora Sky. Ja, ein Hack von Pokémon Smaragd, denke ich mal. Ja, was ich schon mal lobenswerterweise sagen muss, ist, dass ich ultra, also ich fand's saugeil, dass sie das Intro einfach mal anders gemacht haben. So, ein bisschen anders mit Shaymin zum Beispiel in seiner Zenitform. Ja. Auch das Bild hier finde ich super schön gemacht. Mit beiden Shaymin-Fassungen. Ja. Ja. Bin mal gespannt, worauf wir uns einlassen. Wir spielen hier auf 150% übrigens, falls es jemanden interessiert. So, das scheint das normale Intro zu sein. Aber wir haben einen neuen Sprite. Oh! Cool. Ja gut, aber wir müssen als Junge spielen. Auch wenn wir das, der weibliche Charakter Sprite auch sehr schön gefällt. Aber ich muss sagen, der Junge ist auch geil. Also von der von seiner Haltung her finde ich das ganz cool. Ja, Entschuldigung, ich bin leider immer noch erkältet. Ich hoffe, das geht bald weg. Stört mich nämlich selber. Ziemlich und wow, sieht anders aus. Ist im Grunde scheißegal, welche Uhrzeit wir haben. Eine rote Gamecube, cool. Ja, das kommt mir alles schon mal ein bisschen bekannt vor. So, wir müssen dann auf jeden Fall hier hin. Okay. So, dann müssen wir jetzt gucken, wo wir hier eine Grasfläche finden. Okay, hier können wir nicht rein. Small Town heißen wir übrigens. Ja, hier ist das Labor. Man sieht ja, er ist nicht hier. Kurz mal. Okay, hier sind 8 Orden. Bin mal gespannt, ob sie hier die Arena ein bisschen anders gemacht haben. Okay, Route A. Nimmt die Full Moon. Und hier haben wir schon mal ein legendäres Pokémon. Oh, Chillast. Wir nehmen einen Plinfer. Cool. Hat man die Starter aus Pokémon Diamant und Perl? Ach, cool. Battlebildschirm gefällt mir auch. Sieht auch ganz cool aus. So, damit bist du besiegt.
Alles klar. So, die ist ja nicht mehr hier. Denke ich mal, dass wir jetzt auf dem gleichen Weg, wie wir gerade sind. Steht hier auch was nicht. Ich glaube, wir haben mehr Probleme. Hat doch noch gereicht, geil. Level 6. Sieht auch ganz cool aus. Ja, wie eine normale Höhle halt, ne? Danke. Gut, ich krieg keine Tourbetreter, was ein bisschen schade finde. Okay, der Typ ist immer noch nicht fertig. Dann gucken wir mal, ob wir in den zweiten da bekommen, also den zweiten Ausgang benutzen können, den hier. Wally. Oh cool, ein Trassler. Ah, oh, cool. Das haben wir so bekommen. Yay. Das ist ein bisschen schneller. Gucken wir mal, was für Pokémon hier so gibt. Nageldots, okay.
Warte mal, das Pokémon ist doch auch schwarz-weiß. Was macht dieses Pokémon hier? Ist mir jetzt gerade so aufgefallen, also warte mal, da Glotz gibt es doch hier Pokémon. Erst ab schwarz und weiß. Ach cool, ein Trossler. Das würde ich eigentlich schon ganz gerne fangen. Mal, wie viele Bälle wir bekommen haben. Ja, cool. Haben einen Trossler gefangen, oh mein Gott. Haben wir schon mal ein Psycho-Pokémon. Auch wenn es nur Heuler kann. Scheißegal. Hauptsache haben. Werden wir natürlich offscreen ein bisschen trainieren, so, ne? Ist ja klar. Machen wir jetzt gerade nur ein bisschen, um uns einzuspielen und zu gucken, ob es hier vielleicht noch interessantere Pokémon gibt. Ja, Level 7 ist einfach zu schwach. Für den Anfang. Zickzacks. So, noch ein Zickzack. Cool. Blubber gelernt. So, dann gehen wir jetzt gerade schnell in... Dann gehen wir zur Mutter und werden uns kurz aufladen. Und werden dann in die weite Welt gehen. Ein bisschen schauen, was wir so Schönes finden. Das ist ja Eslans Haus. Eslan. Okay. An sich ist es ja auch kein schlechter Tipp. So vielen Leuten wie möglich labern. Oh. Okay. Gut, hätte ich das vorher gewusst. Okay, Wireless Club. Okay. Nice. Darum gibt es nichts zu machen. Oh, Team Magma. Cool. Mrs. Master, okay. Nice. Ach krass, jetzt kriege ich schon den Nationaldex. Hau rein! Okay, Nagelotz. Okay, hier ist Mrs. Masters. Okay. Ich will viel zu erzählen. Das ist wahrscheinlich unten. Oh, ein starrer Lili. Würde ich ja eigentlich ganz gerne fangen. Aber ich brauche eigentlich, an sich brauche ich gar kein Flug-Pokémon, weil
Blindfahr kann ja Flugattacken auch lernen. Unter anderem Schnabel und Bohrschnabel, was eigentlich komplett ausreicht. Oi! Das war ein Critical. Jetzt will ich nicht. Oh, Strummish, Kapiels. Nee, Kniels ist das ja. Kapiels ist die Weiterentwicklung. Oh, das. So, Level 9. Trank. Nächster Trainer. Critical Hit. Immer wenn ich ihn nicht mehr brauche. Darf halt gerne am Anfang kommen, es darf auch gerne so im Mittel kommen. Aber es kommt immer am Schluss. So wenn ich ihn eigentlich überhaupt nicht mehr brauche. Nächster Trainer, cool. Mit einer Abra, okay. Ach! Krass, das Pokémon kann Geheimpower. Schon wieder ein Critical. Also ich meine, ich habe da nichts dagegen, ne? Aber schon ein bisschen merkwürdig. Ich sehe zu viele Criticals. Also ich nehme mir mal die ganzen Beeren hier. Man weiß ja nie. Vielleicht kann man sie ja mal gebrauchen. Mit den Beeren finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass sie die eingeführt haben. Das ist ganz interessant. Wobei mich interessieren dann halt eher nur so Beeren, die Statusveränderungen aufheben, wie die Pirsif-Beere oder auch die Amrena-Beere. Finde dafür aber Beeren wie Zitrusbeere ganz cool. Ja. Okay. Das habe ich nie verstanden. Irgendwas gelabert, weil meistens dann ja dann irgendwas von den. Versammeln, okay. Also eigentlich hätte ich ganz gerne ein Pokémon Center. So langsam. Wahrscheinlich gehen wir jetzt einfach gleich zurück.
Nee, sind mehr Trainer noch. Gut, ich habe jetzt nur einen gesehen, aber reicht wohl erstmal. So. Lututzel. An sich ja ganz cool. Problem ist halt nur. Okay. Das ist ein Trainer. Ein Shinox. Ach cool, Aquaknarre gelernt. Gut, dann war wahrscheinlich nur der eine Trainer da. Da hinten haben wir jetzt wahrscheinlich eine Stadt oder so. Ja, aber alles in allem gefällt es mir schon mal. Ich weiß nur nicht, wie lang das Game halt geht. Also ich gehe hier von, auf jeden Fall von der Vollversion aus. Alles klar. Was hast du mir denn gegeben? Double Team. Wer auch immer Martin ist. Ach, krass, hier ist eine Arena. Leader Martin, a big wave in fighting. Okay. Ach so, ja, dieses Clubhaus, was irgendwelche dämlichen Wörter, publiziert. Das ist total lächerlich von da. Okay. Ja, dann gucken wir mal in der Arena, würde ich sagen, ne? Ach du Scheiße. Ah, okay.
Wir speichern mal, würde ich sagen. Also es wird wahrscheinlich Kabilo sein. Ich weiß nur nicht, ob der jetzt im Englischen Martin heißt. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich kenne ja nur die deutsche Fassung. Wahrscheinlich den Sprite bekommen wir auf jeden Fall. Mankey? Okay. Okay, super. Cholo. Also ich finde es super, dass die ganze Zeit nur die gleiche Attacke einsetzen. Klar, wenn sie mich treffen, habe ich ein Problem, aber sie müssen mich erstmal treffen. So, ne? Nee, ein anderes Sprite. Okay, cool. Nur trotzdem mal noch einen anderen Trainer hier finden. Ja, wenn schon, möchte ich gegen alle kämpfen. Oder halt so viele wie möglich. EP. Weil der Kampf wird... Oh je, Konfusion kriege ich gleich ab. Ich denke mal, der Kampf wird nicht gerade einfach. Mensch, dann ist er noch schneller als ich. Gut. Hat halt die Bismania Musik. An sich ist das ja nicht schlecht, finde ich. Ja. Okay. So. Speichern wir mal kurz vorher. Cool, hat auch einen eigenen Sprite. Das gefällt mir. Okay, Rabauts. Oh, von dir habe ich den Namen vergessen. Ah. Wie auch immer du schneller gerade als ich geworden bist, so, ne? Ja, wirst du trainieren. Weil hier hat nur Heuler
Weil bringt ihm uns überhaupt nichts. Ja. Ja, critical halt, ne? Erwartest du halt nichts anderes. Ja. Naja, gut. Haben wir jetzt erstmal verkackt. Wir haben viel Kohle wahrscheinlich verloren und da habe ich keinen Bock drauf. deswegen werden wir jetzt gleich werde ich resetten. Ein bisschen offscreen trainieren. Also Plinfa auf jeden Fall und Trassler. Wie gesagt, Starre Lili werde ich erstmal als Fliegenoption nur benutzen. Haben wir die Pokémon-Navigator? Ne, haben wir nicht. So sehen wir die Map auch gar nicht. Würde mich mal interessieren. Na gut, Leute, das war es dann erstmal vom Hacking Wednesday für heute. Ja, dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel schon so fandet. Also ich bin momentan sehr überrascht. Ne? Freue mich natürlich, dass schon mal ein anderer Arena-Leiter da ist und ja, auch interessant, dass andere Pokémon da sind. Ja, mal gespannt, wie es noch so laufen wird. Ja, Leute, und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Hacking Wednesday wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut raus und ciao!